Willkommen zurück bei Flintlock, Siege to Dawn, Siege at Dawn, Siege of Dawn, something. So, die Kiste haben wir aufgemacht. Da haben wir schon wieder, ich sprenge mich selbst in die Luft, Leute. Klar. Wie viel Schaden kann ich dir damit machen? Lohnt sich nicht. Okay. Ist das eine Herde oder was? Ich muss kurz warten, bis meine Enki-Punkte da unten wieder da sind. Ein bisschen so aus, als würde hier jetzt gleich eine Horde kommen. Lass kurz gucken, ob hier Holz oder so ist. Wir haben 60%, wir haben, ja gut, 300, das ist nicht die Welt, aber ich, wie gesagt, aktuell finde ich es ganz gut, was ich so alles mit meiner EP tatsächlich tun kann. Deswegen hätte ich gerne natürlich auch so viel wie möglich von ihr. Vielleicht sollte ich auch einfach von den Dingern einfach mal mehr einsetzen, weil wir haben davon echt. Krieg ich dafür nicht mal EP? Obwohl doch, ich glaube, ich habe EP bekommen. Ich hatte vorher 300 irgendwas. Aha! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich würde gerne noch irgendwem in den Kopf schießen. Hierüber darf ich nicht. Ich kann links oder rechts lang, würde aber behaupten, ich gehe mal, da oben glitzert was. Ich würde den gerne noch töten, weil der gibt, glaube ich, gut EP. Ich kann ihn aber versuchen, auf einfache Art und Weise zu töten. Why? Was für Nonsens war das denn? Ja. Geil. Das, also ich verstehe nicht, warum neben mir das Fass explodiert ist. Das ergibt gar keinen Sinn. Also wirklich überhaupt keinen Sinn. Der Punkt ist, er hätte mir 300 EP gegeben, was halt richtig geil gewesen wäre. Aber gut. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich weiß nicht, warum neben mir das Fass explodiert ist. Aber sei es drum. Es ist passiert. Na, komm her. Wie gesagt, da oben ist auf jeden Fall noch Erz, das weiß ich. Hier ist Schwefel. Aber die Prozesse des Todes continue. Die Tür ist noch in place. Then what was your job down there exactly? You wouldn't understand. Da ist das, was eben blinkte. Also die Wege, ja, führen natürlich zusammen. Eisen habe ich halt aktuell ordentlich. Nicht genug, mit Sicherheit nicht genug, aber ordentlich. Schwefel ist ja vor allem für meine Schusswaffen. Ach, ihr, Wohin führt mich das? Ich habe auch jetzt hier wieder. Ist das das Lager? Nee. Das war nicht meine Absicht. Gut. Das Problem ist bei den Viechern. Die können sehr schnell sehr ungemütlich werden. Incoming.
Hä? Warum hat das nicht funktioniert? Doch, es hat funktioniert, aber nur so halb. Ja, geil. Hammer. Okay. Weil ich wollte den extra. Ich will nicht mit ihm kämpfen. So, jetzt würde ich gerne. Also hier würde ich gerne jetzt ungern meine 92% verlieren. Das ist schon ordentlich. Ja, komm. Weil einfach quasi der Doppelte ist. Doppelte ist gut. Was ist das? Was ist das? Da oben glitzert es auch noch. Da habe ich gerade einen Tok-Tok gehört. Ich weiß nicht genau, was das Tok-Tok bedeutet. Ich finde es so schön, dass ich überall Eisen finde. Aber ja. Wir können, glaube ich, sogar auch unsere Muskete. Nicht Muskete. Oh, du bist du stärker. Du bist auch ein normales Vieh, oder? Also, ihr gebt auch gut Prozente. Also, im Endeffekt, wenn ich mich nicht schlagen lasse und ein bisschen was kombiniere, dann geht das eigentlich tatsächlich ganz gut. Von da komme ich. Gucken wir uns mal eben ein bisschen um. Wir haben Schwefel. Wirklich? Warum ist hier ein Sebo-Spieler? Ich will keinen Sebo-Spieler. Ich muss mal irgendwann einen Part machen, wo ich nur Sebo spiele. Oder ich spiele offscreen die ganzen Sebos. Oh, hallo. Dich brauche ich. Wahrscheinlich. Ja. Das war... Ja genau, töte dich selbst. Na nochmal. Ne, nicht ganz. Also einiges an Schwefel, klar, gut, ja. War jetzt ein kurzes Geheimnis. Wir suchen hier übrigens immer noch Johara. Hier hinten ist ein Höhleneingang. Ah, ne. Nevermind. Ne. Vielleicht schon, aber da kommen wir nicht von der Seite aus hin. Wir gehen einmal hier hoch. Das ist dann auch der einzige Weg, ne? Außer der Weg da hinten. Wenn ich mal ganz kurz in die Richtung gucke. Da geht es ja zurück. Waren wir da? Ich glaube ja. Let's get this over with. Gut. Schauen wir mal, wir haben die nächsten Ruinen hier. Was wir hier so. Inayas Geschenk Teil 1. Nachdem er Wandersru erobert hatte, entwurzelte Ilun, der Eroberer, Inayas heiligen Apfelbaum und setzte ihn in seinen eigenen Palastgarten ein. Bald wurde der Kriegsherr von einer aufzehrenden und unheilbaren Krankheit heimgesucht. Da brannte er den Baum nieder. Enki, what's wrong? Oh, ich habe, glaube ich, gerade tatsächlich das Spiel zu lange angehabt. This temple is this. My travels above came with a price, Nor. But others had to pay it. Was that the arrangement you were talking about? Yes. Maximal LP dauerhaft erhöht.
Ich hoffe, das, was ich höre, hört ihr gerade nicht. She's not here, is she? Anaya is nothing like the others. She is compassionate, understanding. Sounds like someone special. Anaya's work always took precedence. It was her pride and joy. Sounds like you didn't care much for yours. I couldn't stay in the great below. She wouldn't leave. So you left her down there? I did everything in my power to ensure that the cycle would persist. But I can never make it up to her. I know that much. Inaya war zornig, dass Ilun ihren heiligen Baum niedergebrannt hatte. Sie ließ seine Ernten verdorren und überzog sein Vieh mit Geschwüren. Dann pflanzte Iluns Kinder die übrigen gebliebenen Äpfel des Baums vielerorts ein und bewässerten sie mit dem Blut ihres Vaters. Und Inayas Zorn war besänftigt. Okay, das hier sieht aus wie ein... Also... Wait a second. Aber wir können da unten weiter, wir können hier oben weiter. Scheinbar. Hier oben ist mit Sicherheit der richtige Weg. Hier gibt es Schwefel und anscheinend irgendeine Art Boss. Wenn ich das einfach mal so vermuten darf. Ah, nee. Ah, okay. Ich brauche ein Pulverfass, was ich dann auf dem... Okay, nevermind. Pulverfass ist auch hier. Okay. Hier geht's raus. Das wollen wir aber gar nicht. Also ich persönlich will das nicht. Weil erst würde ich gerne einmal hier unten lang. Oh, das war fast schon ein bisschen töricht. But it did work. Alles für ein bisschen Schwefel, aber ist okay. Weil Schwefel werden wir bestimmt auch noch irgendwie brauchen. Und wie gesagt, für meine Range-Waffen und so. Muss halt die ganze Zeit irgendwie gucken, okay, level ich jetzt meine Rüstung hoch, level ich jetzt meine Fähigkeiten hoch, level ich jetzt mein XY hoch, hier meine Waffen. Mit den Waffen bin ich jetzt, naja, was ist zufrieden? Ich bin erstmal zufrieden, dass ich meine Axt hochgelevelt habe. Und klar hätte ich jetzt gerne meine Pistole oder mein Gewehr noch weiter hoch. Glaube aber, dass es andere Sachen gibt, die sinnvoller, beziehungsweise für mich effektiver sind. So, bevor ich jetzt... Ich würde jetzt ungern in ein... This climb is pretty steep. Are you sure Yuhara came this way? They probably picked the hardest route just to make me suffer. Yet you're going after them all the same. No choice. They're a sucker first, a bastard second. Okay. Wir rasten tatsächlich einmal kurz. Feeling pretty good. I'm sure you'll find a use for it. Und das sieht zum Glück nicht nach einem Boss aus. Scheiße. Dukma. Dukwa? Hanshi! Your years above have been unkind, I see. Who's talking? There is no glory in killing you. Not when you're this diminished. Get rid of them. Enki, is this some kind of sick joke? Wow, der hat mich gekontert. Holy shit.
Ach, wirklich? Die Kack. Oh Gott. Das bin ich selbst. Ja, jetzt krieg ich aber voll in die Fresse. Genau, toll. Okay, was muss ich tun? Aber muss ich mich jetzt einfach nochmal... Ich darf nicht angreifen, wenn sie das macht. Wir haben eine neue Kanalisierung freigeschaltet. Kann ich mit dir reden? Ja. Knee deep in another mess, I see. Just get me out of here, Gahara. Fine, cover your ears. Ich sollte ein Stück zur Seite gehen. I never thought I'd be happy to see you. The feeling isn't mutual. What are you doing here? Fascinating. You're ruder than I expected. Why is it talking to me? Luca got your letter. He's camped down the road with Baz and Young, the Fortmaster. We're here to help. Never mind that. Wanderer's Rest is a ruin. There's nothing for the Coalition here. We should leave while we still can. I thought the same about the Peaks, but we still pulled through. You don't get it, do you, Vanek? There was some kind of huge battle. A god took over Sybil. It's over. You meet the others at the camp. And I'll take a look at the city myself. Well, it's your funeral. And Vanek, thanks for saving my brother. 8000. Nett. Sehr nett. Okay, das ist aber ordentlich. Es geht. I just fought something that looked like me. Had a gob boom at me from nowhere. I need a moment, all right? That thing up there. It can't be me. It isn't. It's an Ehagri. It's, think of it like a reflection made real by magic for a single purpose. A coward's trick. Wir rutschen uns einfach mal hier durch die Gegend. Oh, irgendwer wirft was nach mir. Also, was hat denn da auf mich geworfen oder geschossen? Hm. Egal, was es auch immer war, wir haben ein Lager. Wahrscheinlich kommen jetzt auch neue Dialoge. Und eventuell auch neue Quests, keine Ahnung, mal schauen. I'm impressed. That's probably your worst idea yet. Unlike anything else you've tried has worked. Have it your way then. See if I care. Hurry it up, Vanek. Don't have all day. Never thought I'd say this, but I'm glad to have you on the team. You call that a team? An old fart, a blacksmith, a god I can lose in a burlap sack, and you? You can leave whenever you want, you know. Leave my little brother with you lot. Fat chance. Oh, go away, will you? I'm sorting my catalysts. Was kann sie denn? Oh Gott. Eisen und Schwefel. Ja, also du bist mit einer der Uselisten, die ich für, also für mich persönlich. You look worried. Seeing you. It's nothing really. But there's this stabilizing agent. Quack water. It's unproven. But nothing else has worked. Frankly, we're at a complete dead end. And this quack water, will getting it help you? Immensely. I'll do it. You will.
She said she'll do it. She would waste her time on nonsense. According to my sources, the stabilizer can be found in two possible water sources nearby. I made this simple test. Just dip this vial underwater. If it changes color, that's the source. Sounds simple enough. I'll be back as soon as I can. Thanks, Nor. It means a lot, honest. So, bei ihm könnte ich das Ding upgraden. Kostet auch nur 3000, aber ganz ehrlich. Wenn ich einen Headshot mache, mache ich einen Headshot und töte alles. Wenn ich keinen Headshot mache, mache ich keinen Headshot und töte nicht alles. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich... ich meine, das ist bestimmt auch ganz cool und nett und so. Aber... So, bei dir kann ich halt die Sachen... Ach, nur Helme. Stimmt, da war ja nur Helme. Dafür brauche ich tatsächlich Eisen und auch nicht viel. Haben den Hexerhelm an, ne? Ich überlege tatsächlich, den einmal abzugraden. Einfach nur, um eventuell ein Achievement zu bekommen. Schon. Ich kann den auch tatsächlich noch weiter. Mache ich aber nicht. Wir bleiben erstmal dabei. You look troubled, Forgemaster. I put a lifetime's experience into the armor I made. But your guns got through them all the same. They're damn good guns, young. I couldn't have gone through that armor otherwise. Even so, it proves they're obsolete. The fork was replaced by the plow. Steel overtook iron. But the craftsman persists. What was that? Something to consider. Thank you, Death God. I must return to my work. Sight for sore eyes. What's the news? Last time I was at Wanderer's Rest, I was in chains. What for? Ran with a group of freebooters, hiding away their loot. Some of it might still be around. We could find it. For all the good that'll do us. Not now. But we could use it later. Get you an education. I've done just fine without one. There are no sappers in peacetime, Nor. And you deserve a better life than I've had. Mich etwas verstört, ist das Reisen quasi eine Quest-Symbol hat. Das können wir übrigens auch machen, sogar mit unserem jetzigen Ding. Ja, wir haben unfassbar viel Stuff. Aber ich bin aktuell nicht gut am Variieren, weil das eigentlich so passt, wie es ist. Ich habe jetzt nicht so meine großen Schwierigkeiten. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich einmal... Ich möchte diese Fähigkeit gerne haben. Und der Weg hier ist wesentlich teurer, ohne dass er mir so viel bringt, als der andere Weg. Die hier oben sind auch... Den hätte ich auch gern, ist aber ebenfalls sehr, sehr teuer. Und der bringt mir halt so ziemlich eigentlich gar nichts. Und der ist... Ja. Ich gehe einmal, weil das gerade so billig ist. Tatsächlich den Weg hier. Achso, warte mal. Und da wir die Dinger nie benutzen, können wir eigentlich mal 11.000. So, komm. Wie viel fehlt dafür noch? 4.100. 4.060. 4.060. Kriege ich 4.060 damit hin? Ja. Kann ich irgendwie... Wie viel brauche ich? 11.500? Glaube ich. Waren es 11.500? Natürlich nicht. Man hätte sich ja auch innerhalb von 2 Sekunden einfach mal merken können. Sehr schön. Dann haben wir da die Fähigkeit, die ich nämlich auch unbedingt haben wollte. Alright. Und dann tatsächlich rasten wir. Und dann machen wir, obwohl erst 24 Minuten um sein, einen Cut. Und ich sage bis zum nächsten Mal, viel Spaß Videos. Euer Hedi.